Wann kommt Demon Slayer Staffel 4 und was wird alles adaptiert? Also, wie wir wissen, kam am Ende der dritten Staffel ein kleiner Teaser-Trailer raus, der zeigen sollte, dass wir in der nächsten Staffel den Hashira Trainingsarc bekommen. Ein Arc, der meiner Ansicht nach echt cool war, da wir mehr Hashira-Fokus bekommen haben. Aber jetzt kommt das große Aber. Dieser Arc ist im Manga nur 9 Kapitel lang. In Demon Slayer Adaption wären das höchstens 4-5 Folgen. Höchstens. Und sowas kann man nicht vermarkten, bei aller Liebe. Da kommen für mich und für die Community nur 3 Sachen in Frage. Die erste wäre, der Hashira Trainingsarc wird als OVA ausgestrahlt oder als kleines Special, um der nächsten Staffel ein bisschen mehr Zeit zu geben, weil die nächste Staffel wird wirklich ein Banger. Ein Banger. Also das Beste, was wir bis jetzt in Demon Slayer gesehen haben. Und ich sag euch ehrlich, wenn das auch so gut animiert wird wie alle anderen Staffeln, was höchstwahrscheinlich auch so sein wird, weil das ist Peak Demon Slayer, das wissen die Animatoren auch, dann will ich nicht wissen, was mit dem Internet geschieht. Also, Bruderherz. Zweitens, der Trainingsarc wird eine 10-Folgen-Staffel, die zusätzlich die Light Novels der Sollen adaptieren wird. Wenn man die Light Novels in die Anime-Story integrieren möchte, dann in diesem Arc. Damit würde man auch auf die Länge einer Staffel kommen. Die Frage ist nur, ob das eine gute Staffel wäre. Der Cliffhanger am Ende würde sowieso alles auseinandernehmen, aber der Stuff, der vorkommt, ist eher die Ruhe vorm Sturm, was gar kein Fall schlecht ist, aber eine Staffel braucht seine High Moments. Und das ist klar, in jedem Film, in jeder Serie brauchst du einen Peak-Moment, der alles sprengt oder wenigstens so dieses Gefühl vermittelt, okay, das ist jetzt das Highlight dieser Staffel. Naja, dritte Möglichkeit, der Trainingsarc plus der Anfang des nächsten Arcs wird adaptiert. Vielleicht sogar der komplette, wenn man sich dazu entscheidet, wie Staffel 1 26 Folgen zu droppen. Konsequenz wäre dann natürlich länger warten, höchstwahrscheinlich 2 Jahre, aber ganz ehrlich, ich würde mit Liebe warten, denn ich weiß, was auf uns zukommt. Ich habe den Manga gelesen und ein halbes Jahr lang, weil 26 Folgen sind ungefähr ein halbes Jahr so, von der Laufzeit jede Woche eine Demon Slayer-Folge zu bekommen. Besonders zu der Zeit, wo ich will nicht spoilern, aber jede Folge wird einen Peak-Moment haben und es wird einfach unglaublich. Deshalb würde ich sogar 2 Jahre warten, besser als jetzt irgendwie einen kleinen Special zu bekommen oder so. Und auch wenn wir so eine kleine OVA bekommen, dann höchstwahrscheinlich am Ende dieses Jahres oder am Anfang des nächsten Jahres, denn es sind nur 4-5 Folgen, so ganz ehrlich, die kriegen die auf jeden Fall hin und da musst du auch kein Animationsspektakel draus machen. Das sind jetzt nicht die Folgen mit den meisten Action-Sequenzen, deshalb könnte man das auf jeden Fall schon früher droppen. Würde mich auf jeden Fall freuen, dann könnte man sich wirklich auf den letzten Arc fokussieren. Und das wäre auf jeden Fall nice. Das wollte ich einmal erwähnen. Also nochmal als Fazit, 3 Möglichkeiten. Die erste wäre, wir bekommen ein Special bzw. eine OVA. Die würde dann höchstwahrscheinlich früher kommen, aber dann müssen wir länger warten auf den ganzen Peak-Stuff. Zweitens, wir bekommen eine Staffel nur mit dem Trainingsarc plus die Light Novels, die dann jetzt auch nicht das Gelbe von Ei sind, ist trotzdem sehr interessant, aber wäre trotzdem keine richtige Hype-Staffel, wäre auch eine Möglichkeit, um ja die übernächste Staffel dann richtig zu hypen. Oder die dritte, eine richtig lange Staffel, wo wir den ganzen Hype-Stuff bekommen, eine Staffel, die wie Staffel 1 aufgebaut ist, 26 Folgen, darauf würden wir dann aber ein bisschen länger warten müssen. So, schreibt ihr in die Kommentare, was glaubt ihr, was wird eher kommen, worauf habt ihr mehr Bock und wann glaubt ihr, kommt das Ganze? Ja, gebt dem Video ein Like, ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Demon Slayer Videos werden jetzt ein bisschen aktiver kommen, ich habe irgendwie Bock, über Demon Slayer zu reden, ich hoffe, das stört euch nicht.